Alte Webstühle sieht man vielerorts. Alleinstellungsmerkmal bei uns im Haus der Seidenkultur ist jedoch der älteste, an authentischer Stätte erhaltene hölzerne Jacquard-Handwebsaal. Wenn wir uns dem Websaal nähern, hören wir dieses Schick-Schack, das unser Handwebmeister Günther Oems unseren Webstühlen entlockt. Heute ist es fast mucksmäuschenstill, weil hier wird nicht gewebt, hier wird heute für den Flachsmarkt gedreht. Gedreht haben wir übrigens vor einigen Jahren, wie Günther Oems den 6/8-Takt webt und unser Musiker Maximilian Zelzner greift diesen Takt auf und daraus wurde eine musikalische Uraufführung. Es war schon mit vielen unterschiedlichen Rhythmusinstrumenten, aber den Webstuhl als Rhythmusinstrument habe ich als Begleitung bislang noch nicht gehabt. Ich habe mich an der Grundtaktart, die dieser Webstuhl produziert, oder die Herr Oems an dem Webstuhl produziert, den 6/8-Takt, daran habe ich mich orientiert. Und ein Stück aus alter Weberzeit, sage ich mal, aus dem 17. Jahrhundert ausgewählt, Les Folies d'Espagne. Das heißt übersetzt die Tollheiten aus Spanien, und es ist ein musikalisches Thema, was in Europa sehr, sehr viel in unterschiedlichen Versionen und von unterschiedlichen Komponisten variiert worden ist. Ich habe eine Variationenreihe von Marin Morin. Sie können aber auch anhalten, das ist kein Problem. Ich spiele dann weiter und wenn Sie dann weitermachen, dann komme ich wieder dazu. Also rein? Ja, genau. Also kein Problem, ne? Wenn Sie anhalten, dann halten wir an. Gut, also Max Zeltner nochmal und Günther Oems, bitteschön. Vom Haus der Seidenkultur. Unser Herr Hauser, der Vorsitzende des Fördervereins, der ist maßgeblich für diese Regie verantwortlich. Er hat sozusagen Musik und Webstuhl zusammengebracht. Meister Ponzeler und Cornelius de Greif, waren Sie zufrieden mit dieser Premiere? Ich war selbst erstaunt, etwas nervös. Aber ich kannte Herrn Zeltner oder kenne Herrn Zeltner schon viele, viele Jahre und war mir sicher, dass das eine sehr gute Sache wird. Und ich fand es also ganz schön, wie harmonisch im Grunde genommen der arbeitende Webstuhl mit dem musizierenden Querflöte auskommt. Es war wirklich eine Ergänzung. Herzlichen Dank.